Daten in Java in Form von Klassen haben wir ganz zu Anfang gehabt, auch nicht nur in Form von Klassen, sondern Sie sehen hier gelb unten unterlegt, auch in Form von ganzen Zahlen, beziehungsweise in Form von einzelnen Konstanten eines Enumeration-Typs. Up, down, right, left, nicht? Und wir haben auch immer wieder gesehen, wie sich das darstellen lässt, wie sich das vorstellen lässt im Speicherplatz, im Computerspeicher. Beispielsweise, dass die Attribute einer Klasse in einem Objekt dieser Klasse vorkommen, in jedem Objekt dieser Klasse vorkommen, in derselben Reihenfolge, mit denselben Offsets, denselben Differenzen zur Anfangsadresse, nämlich X, Y, Direction, Number of Coins in diesem Fall sind verschiedene Daten in Form von Attributen eines Objektes, in Form von Attributen der Klasse und damit in jedem Objekt dieser Klasse. Haben wir hier auch schon mal gesehen, wie man solche Attribute definiert, einerseits in Java und andererseits auch notiert in UML. Und wir sehen auch hier zum Beispiel ein Beispiel für Daten, konkret für die Zahl 5. Um die geht es jetzt hier in diesem Video, dass wir da ein Datenelement haben, die 5, die sagt, wie häufig dieser Move-Befehl, diese Move-Anweisung durchlaufen werden soll. Hier haben wir auch Beispiele für Daten gesehen, wieder vom Typ Int. Ja, Int ist ein sehr häufiger Datentyp. Wir werden uns aber auch von Datentyp Int natürlich so nach und nach lösen. Das tun wir schon jetzt mit dem Datentyp Boolean. Wir haben den Datentyp Boolean schon gesehen. Boolean ist der Datentyp, der True und False als Werte enthält, keine anderen, also für binäre Logik, benannt nach George Boole zu seinen Ehren, nicht nur in Java, sondern in sehr vielen gängigen Programmiersprachen, Boole oder Boolean. Und Sie sehen hier einige Möglichkeiten nochmal, was man alles machen kann mit diesem Datentyp, mit Variablen von diesem Datentyp zum Beispiel. Dass n größer 0 hier ein boolscher Ausdruck ist, kann true oder false sein und sein Wahrheitswert true oder false wird dann hier gespeichert. Entsprechend hier ein etwas komplizierterer Datentyp, Entschuldigung, nicht Datentyp, sondern ein etwas komplizierterer boolscher Ausdruck, dessen Wahrheitswert in Abhängigkeit von x und y und von b1 eben zu berechnen ist und dieser Wahrheitswert wird in b2 gespeichert und so weiter und so fort. Boolsche Ausdrücke können in Verzweigungen und in Schleifen dann entsprechend so vorkommen. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an mit Boolean nochmal in einem anderen Beispiel. Jetzt kommen wir hier zu 01c, beziehungsweise viel werden wir jetzt an dieser Stelle nicht sagen, an anderer Stelle sagen wir mehr dazu, nämlich wir benutzen hier an dieser Stelle, wir wollen in einem abgeschlossenen Zimmer, so wie hier. Der Roboter ist irgendwohin platziert worden. Der Roboter, wir wissen nichts darüber, wie dieses Zimmer aussieht. Der Roboter weiß nur, wo er selber ist und in welche Richtung er zeigt. Und er soll jetzt zu irgendeiner konvexen Ecke kommen. Konvexe Ecken sind Ecken wie die hier, die aus dem Zimmer herausragen, im Gegensatz etwa zu konkaven Ecken wie hier, die ins Zimmer hineinragen. Und dazu haben wir uns zwei boolsche Variablen definiert, mit denen wir diesen Weg zur konvexen Ecke steuern können. Und zwar völlig egal, wo der Roboter platziert ist, in welche Richtung er gerade blickt, wie das Zimmer aussieht. Wir gehen einfach immer im Zickzack immer weiter. Not finished ist true, solange wir nicht in einer konvexen Ecke angekommen sind. Next turn left. Wechselt laufen zwischen true und false. Ja, beim ersten Mal ist der next turn left true, also gehen wir nach links weiter. Beim nächsten Mal ist der next turn left false, also gehen wir nach rechts weiter. Und jedes Mal, wenn wir einen Turn gemacht haben, egal ob nach links oder nach rechts, wird der Wahrheitswert der Variable next turn left überschrieben mit seinem Gegenteil, damit der nächste Turn, die nächste Drehung dann in die andere Richtung geht. Einen weiteren Datentyp haben wir uns noch nicht so genau angeguckt, werden wir später noch genauer angucken. Das ist der Datentyp char. Eine Variable oder Konstante vom primitiven Datentyp char enthält immer ein Zeichen.
Zeichen können zum Beispiel Kleinbuchstaben sein, Großbuchstaben, Ziffern, aber auch verschiedene Sonderzeichen, etwa hier Interpunktionszeichen, wie wir sie hier sehen. Ja, wir haben einen bedeutsamen Unterschied schon noch zu klären, nämlich der immer wieder angeklungen ist, aber auch, wir haben hier einerseits primitive Datentypen wie Number of Columns oder Number of Rows und wir haben Referenztypen wie hier dieser Klassentyp, wo wir ein Objekt haben und die Referenz, die als Inhalt die Anfangsadresse dieses Objektes speichert. Eine grundlegende Unterscheidung in Java und in vielen anderen Programmiersprachen, dass wir hier auf der einen Seite solche primitiven Datentypen haben, bei denen es nicht die Unterscheidung gibt zwischen Referenz und eigentlichem Objekt, sondern mit Number of Columns wird genau die Speicherstelle angesprochen, in der der Wert Anzahl der Spalten gespeichert ist, während hier bei Referenztypen dieser Mechanismus, den wir von Anfang an gesehen haben, greift, realisiert ist. Wir werden später noch sehen, wozu dieser Mechanismus gut ist. Stichwort dazu lautet Vererbung bzw. Polymorphie. Aber das eben dann, wie gesagt, später. Variable und Konstanten müssen wir voneinander unterscheiden. Wir haben hier, das, was wir bisher immer betrachtet hatten, waren Variable. Wenn ich einfach hier beispielsweise so ein Int mit Namen m einrichte, dann haben wir immer gesehen, können wir den Wert dieser Variablen m später überschreiben. Ich kann aber auch Folgendes machen. Vor dem Datentyp kann ich ein Final schreiben und der Unterschied ist dann der, dass ich jetzt zwar tatsächlich initialisieren muss, damit er überhaupt einen Wert hat, aber nie wieder diesen initialen Wert überschreiben darf. Das ist eben der Unterschied im Namen Variable. Der Wert wird variabel gehalten, Konstante, der Wert wird konstant gehalten und kann nie wieder geändert werden. Hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wozu Konstante gut sind. Es ist ja immer die Frage, wenn man seine Möglichkeiten beschränkt, und man beschränkt seine Möglichkeiten ja massiv, wenn man ein Datenobjekt, ein Datenelement als Konstante und nicht als Variable definiert, wozu ist das gut? Gut ist es, weil es schützt, in vielen Situationen schützt gegen Fehler, die man sonst machen könnte. Denken Sie mal daran, wir reden hier nicht über Programme mit 10 Zeilen Code, wie jetzt hier am Anfang der FOP, sondern wir reden über Programme mit 10 Millionen Zeilen Code und da können schon irgendwelche Sachen mal passieren, dass plötzlich die Anzahl der Cents pro Euro überschrieben wird mit einem Wert, der nicht 100 ist und dann wird natürlich alles Weitere in so einem betrieblichen Programm beispielsweise natürlich völlig falsch laufen. Ja, um solche Fehler zu vermeiden, ist es sehr sinnvoll, alles, was als konstant anzusehen ist, und die Anzahl der Cents pro Euro 100 ist ja wohl als konstant anzusehen, also etwas tatsächlich als Konstante zu definieren, denn jede Änderung kann nur ein Fehler sein. So, wie sieht das jetzt aus, wenn ich einen Roboter final deklariere? Was ich dann nicht mehr darf, das sehen Sie hier rot unterlegt, was ich dann nicht mehr darf, ist dieser Referenz irgendetwas Neues zuzuweisen. Also diese Referenz ist an dieses Objekt gebunden durch das Final, darf niemals wieder auf ein anderes Objekt verweisen. Also die Adresse, die in MyRobot steht, darf nicht durch eine andere Adresse oder durch null überschrieben werden. Was hingegen geht, ist, was nicht konstant ist, ist das Objekt selber. Mit Final wird diese Referenz eben zur Konstanten gemacht, aber nicht das Objekt, auf das diese Referenz verweist. Mit dem kann ich machen, was ich will, also das, was ich sonst auch machen kann. Zum Beispiel Move aufrufen und Sie haben ja andernorts schon gesehen, dass X oder Y durch Move dann verändert wird. Das heißt, das Objekt darf man verändern. Das sagt diese grüne Unterlegung, dass man das darf. Wozu ist das insgesamt gut, dass man überhaupt sprechende Namen verwendet und dass man selbst so einfache Zahlen wie die Zahl 4 auf dieser Folie
nicht explizit verwendet im Programm, nirgendwo die Zahl 4 hinschreibt, sondern immer sofort einen entsprechenden Namen, wie zum Beispiel Anzahl der Jahreszeiten oder Anzahl der Musketiere, dazu verwendet. Ja, und überall, wo Sie eigentlich die 4 hinschreiben wollten, je nachdem, ob das die Anzahl der Jahreszeiten oder die Anzahl der Musketiere ist, eben diesen Identifier oder diesen Identifier einsetzen. Wozu das Ganze? Wenn Sie auch genauso gut eine 4 hinschreiben könnten anstelle der Anzahl der Jahreszeiten oder anstelle der Anzahl der Musketiere. Ja, stellen Sie sich ein Programm vor zur Antwort auf diese Frage. Stellen Sie sich ein Programm wieder vor mit 10 Millionen Zeilen. Da kommen vielleicht 1000 Mal die Zahl 4 vor und ungefähr die Hälfte der Male ist es die Anzahl der Jahreszeiten, die andere Hälfte der Male ist es die Anzahl der Musketiere. Okay, noch kein Problem. Aber jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie die Anzahl der Musketiere auf 5 erhöhen wollen. Und wenn Sie einfach überall die 4 hingeschrieben hätten, hätten Sie ein gigantisches Problem. Sie müssten für 1000 verschiedene Vorkommen der Zahl 4 jeweils entscheiden, ist hier an dieser Stelle die Anzahl der Jahreszahlen gemeint, dann muss es bei der 4 bleiben. Oder ist die Anzahl der Musketiere gemeint, dann muss es zur 5 werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das fehlerfrei korrigieren können, geht gegen Null und es ist auch natürlich eine ganze Menge Aufwand, sich so viele Vorkommen der Zahl 4 anzuschauen und jeweils zu überlegen, ob das die Anzahl der Jahreszeiten oder die Anzahl der Musketiere sein soll. Wenn Sie hingegen das so machen wie auf dieser Folie, dann sehen Sie, Sie brauchen einfach nur an dieser Stelle die Zahl 4 durch 5 ersetzen und schon ist das Problem von vornherein gelöst. Keine Fehlermöglichkeiten. Vorausgesetzt, dass Sie konsequent überall anstelle der 4 wirklich diese sprechenden Namen verwendet haben. Was nebenbei ja auch noch das Programm verständlicher macht, wenn Sie irgendwo ganz andere Fehler suchen, die gar nichts mit der Anzahl der Jahreszeiten oder Anzahl der Musketiere zu tun haben, aber Sie müssen eben intellektuell durch Ihr eigenes Programm durchsteigen oder jemand anders muss durch Ihr Programm durchsteigen, dann ist das natürlich sehr hilfreich, wenn überall die Bedeutung der Zahl 4 jeweils dabei steht und nicht einfach nur die 4. So, auch das sind Daten in Java, die wir auch schon gesehen haben. Jeder Double-Wert ist für sich ein Datenelement und ein Vektor, ein Array, den wir hier Vektor genannt haben. Ein Array von Double ist dann entsprechend auch ein kombiniertes, größeres Datenelement. Datenelemente, Attribute, auf Attribute zuzugreifen, haben wir auch schon gesehen, sollten wir nicht direkt machen, sondern das sollten wir immer durch solche Methoden wie hier machen. Die Attribute selber sollten in der Regel private sein, sodass man nicht, auch nicht aus Versehen, auf so ein Attribut zugreifen kann von außerhalb der Klasse. Und es sollte gut überlegte Methoden geben, die darauf dann zugreifen. Genauso nicht nur lesend, sondern auch schreibend, so wie hier überschreibend, dass das durch diese Methoden hier geregelt wird. Und Initialisierung durch einen Konstruktor, das haben wir alles schon gesehen im Video zu Klassen. Und wir haben auch schon gesehen, wie das beim Konstruktor dann aussieht. Genauso wie bei einer Methode, die einfach diese ganzen Attribute setzen würde, nämlich für jedes Attribut dann jeweils der Parameterwert, der dazu gehört. Wir sollten hier auch noch ein bisschen in den Begrifflichkeiten unterscheiden. Wir haben jetzt hier in diesem Codebeispiel hier oben verschiedene Arten von Daten. Also damit meine ich jetzt nicht, dass das eine Int und das eine andere Double ist und X ist ja auch mit seinen Attributen, ist ja auch irgendwas wie ein Daten, hat ja auch was mit Daten zu tun, sondern dass wir, so wie Sie hier unten sehen, dass wir zwischen verschiedenen Funktionen von Daten im Programm unterscheiden. Ja, das I ist ein Attribut der Klasse X. Das ist eine Funktion, die ein Datenelement haben kann, als Attribut zu fungieren. Das heißt also letztendlich ist es ein Datenelement in jedem Objekt dieser Klasse X. Nicht nur ein Datenelement, sondern ebenso viele Datenelemente unabhängig voneinander, wie wir der Klasse X an Objekten dann erzeugen.
Hier Double D, das ist ein Parameter. Das heißt also, fungiert als Brücke zwischen der aufrufenden Stelle dieser Methode M und der Methode M selbst. Dieses Char hier, Char C1, ist eine lokale Variable. Lokal, weil es hier in dieser Methode drin ist. Außerhalb der Methode M existiert diese Variable C1 nicht. Hier drin verwenden wir sie, um irgendwas damit zu machen. Und natürlich gibt es nicht nur Variable, sondern auch Konstante. Deshalb unterscheiden wir hier nochmal zwischen einer lokalen Variable und lokalen Konstanten. Bei den Parametern auch nochmal eine begriffliche Unterscheidung, die immer wieder wichtig sein wird, die bei Ihnen dann einfach sitzen muss. Die Unterscheidung zwischen formalen und aktualen Parametern. Was Sie hier oben sehen in der Definition der Methode, wo ich jetzt hier wieder mal die eigentlichen Methodenrumpf auslasse, weil er uns nicht interessiert. Was uns interessiert, ist die Parameterliste. Das klein d und das klein x, das sind die formalen Parameter. Das, was wir hier in die Definition der Methode ganz oben in die Parameterliste reinschreiben. Und Double und Groß X sind dann die beiden formalen Parametertypen. So, wenn ich jetzt diese Methode aufrufe, dann kann das natürlich sehr viel anders aussehen. Ich kann zum Beispiel hier ein Objekt einer Klasse hineintun, die nicht exakt x ist, sondern von x abgeleitet. Und ich kann hier zum Beispiel auch einen Ausdruck hineintun von einem Datentyp, in diesem Fall int, der implizit in Double konvertierbar ist. Ja, das geht alles natürlich. Dann ist das hier der und das hier, diese beiden sind die aktuellen Parameter bei diesem Methodenaufruf von M. Und Sie sehen, dass die aktuellen Parameter natürlich auch kompliziert sein können. Ja? Da können zum Beispiel beliebige mathematische Ausdrücke oder solche Ausdrücke mit new stehen, während die formalen Parameter doch eher einfach gehalten sind.